Der Hadith, den wir eben hatten, halak al-mutanatti'un, halak al-mutanatti'un, die Mutanatti'un gehen zugrunde oder sollen zugrunde gehen. Al-mutanatti'un sind diejenigen, die es in allem übertreiben. Und mit dem, übrigens bei dem Hadith, übertreiben bedeutet nicht nur im praktischen Sinne. Weil eigentlich das Wort mutanatti' wird benutzt für verbales Übertreiben. Das heißt, dass man über Sachen spricht, die dich gar nichts angehen, und dass man in die Tiefe von allem geht und überall rumgrübelt, die kleinsten Körner in allen Sachen raussucht und darüber spricht und Fragen stellt und so weiter. Das ist auch eine Form des Tanattur. Tamam? Dazu gehört auch der Rulu in den Sachen der Tahara, mathalan. Indem man sagt, ja, jemand macht so Konklusionen aus den fernsten Prämissen. Mathalan, hier laufen Hunde vorbei im Schnee, mathalan, hier laufen Hunde vorbei. Und es könnte sein, dass an dieser Stelle, wo ich gerade draufgetreten bin, ein Hund vorbeigelaufen war. Und Hunde sind Najis. Und Schnee ist Wasser. Und das heißt, ja, meine Schuhe könnten Najis sein. Also reinigen. Und solche fernhergeholten, Schlussfolgerungen in religiösen Angelegenheiten. Oder auch was das Essen und Trinken betrifft. Ewig lange Ketten von Schlussfolgerungen aufbauen, um dann am Ende zu dem Resultat zu kommen, dass das nicht legitim ist oder so. Na.